Tag zusammen. Honigmann-Treffen ist vorbei. War mehr als toll. Es kam uns schon allen vor, als wären wir eine sehr, sehr große Familie. War schon toll. Und nochmal recht herzlichen Dank an die, die da waren. Und recht herzlichen Dank nochmal an die, die Spenden gegeben haben. Sowohl an uns, als auch für die Sicherung der Patente für den Egon Tech. Recht herzlichen Dank nochmal. Frischer wird's auch, bedeckt ist es auch. Dicht gemüllt sind wir von oben. Wie gesagt, wir sind 4-5 Wochen im Voraus. Der Herbst hat schon Einzug gehabt hier. Es ist anders als sonst um diese Jahreszeit. Die Honigmann-Nachrichten vom 9. September 2014, Nummer 425. Ahmed Jajabad. Seit über 70 Jahren hat der indische Asket Prahlad Jani nach eigenen Angaben weder gegessen noch getrunken. Nun haben Forscher Jani in einem Krankenhaus unter ständiger Videoüberwachung untersucht. Das Ergebnis stellten die Forscher vor ein Rätsel, denn Jani kann anschließend tatsächlich auf Essen und Trinken verzichten. Indische Forscher wollen bereits im Jahr 2003 Jani als Scharlatan entlarven, führten eine klinische Untersuchung durch. Die Wissenschaftler konnten bestätigen, dass Jani in den 10 Tagen ohne Nahrung und Wasser auskam. Auch die Ärzte bestätigen, dass sich sein Gesundheitszustand während der Beobachtungszeit nicht großartig verändert hat. Welt. Die jahrzehntelange wissenschaftliche Erforschung des Gefahrenpotenzials elektromagnetischer Felder zeigt, dass wir Kommunikationstechnologien wie Mobilfunk und WLAN umsichtiger verwenden sollten und müssten. Gerade bei Kindern ist Vorsicht geboten, denn die schädliche Strahlung kann tief in ihr Gehirn eindringen. Der raschen Entwicklung der Nachrichtenübermittlung durch Satelliten folgte die Einführung der Mobiltelefone in jüngster Zeit der WLAN-Technologie. Hierdurch haben sich die elektromagnetischen Umweltbedingungen drastisch verändert. Die gesamte Biosphäre, jedenfalls auf der Erde lebenden Organismen, ist kontinuierlich dem Einfluss elektromagnetischer Felder ausgesetzt, deren Quellen wir nicht bemerken, deren Amplituden und Frequenzen wir nicht kennen. Zumeist beachten wir das komplexe Strahlennetzwerk gar nicht, das neben Satelliten und Mobiltelefonen auch von Radio und Fernsehen, WLAN-Basisstationen und sonstigen drahtlosen Kommunikationsmitteln erzeugt wird. Nijmegen. Schlafmangel erhöht das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Darauf weisen immer mehr Studien hin. Nun haben niederländische Forscher den dahinter liegenden Mechanismus entschlüsselt. Im Schlaf baut das Gehirn offenbar schädliche Substanzen ab, die wir ansonsten dort ablagern und so zu Alzheimer führen kann. VSA. Laut den aktuellen Daten des VS-Landwirtschaftsministeriums stieg die Zahl der Foodstamps-Bezieher, das sind die, die Marken, um Essen zu bekommen, die Marken bekommen, um Essen dafür einzutauschen zu können, im Juni 2014 um 270.999 zum Vormonat auf 46,496 Millionen. Diese Daten stehen im Kontrast zu den offiziellen Arbeitsmarktdaten und auch zu ausgewiesenem BIP-Wachstum. Detroit. Infrastrukturzerfall der VSA. Wir haben ja schon gehört, dass Detroit einzelne Stadtbezirke aufgegeben hat, weil sie das Geld nicht hatten, um da typische Dienste wie Strom, Wasser, Polizei, Stadtreinigung anzubieten und weil dort so viele Häuser verlassen waren. Thema Feuerwehr, die hat kein Geld für ordentliche Alarmsysteme. Daher stellen sie dann eine leere Cola-Dose mit Geldstücken drin vor die Papierausgabe ihres Faxgerätes. Wenn dann ein "Wir brauchen mal die Feuerwehr"-Fax reinkommt, dann fällt die Dose runter, das alarmiert dann die Feuerwehr oder das Feuerwehrpersonal. Ist schon makaber, solche Meldungen überhaupt lesen zu können, lesen zu müssen. Wenn es denn so stimmt, wie es dort geschrieben steht und wie es gemeldet worden ist, ist das mehr als ein trauriges Beispiel in dieser Gesellschaft, in dieser Wegwerfgesellschaft, der es immer noch viel, viel, viel zu gut geht. Washington. VS-Präsident Obama sieht die Terroristen des Islamischen Staats,
ISIS, jetzt nennen sie sich IS, das ist das Gleiche, als größte Bedrohung für die Sicherheit der Welt. Er kündigte eine Grundsatzerklärung an, in der auch darauf gedrängt wird, dass sich andere Staaten dem VS-Kampf anschließen. Möglicherweise bedeutet dies, dass die Amis den Fokus von der Ukraine auf die Bedrohung aus dem Nahen Osten lenken wollen. Hinzu kommt, dass ISIS im Prinzip vom Bush Senior, ich glaube 2007 oder 2008, schon angekündigt worden ist. Ist ein langes Spiel. Sie spielen immer noch weiter, obwohl die meisten der ganz Oberen wissen, dass sie abstürzen werden. Argentinien. So wie es aussieht, muss man nun eine weitere Nation des Planeten Erde isoliert werden. Stück für Stück scheinen Russland und China Alliierte zu finden, die bereit zu Entdollarisierung sind. Der jüngste, der diesem Trend folgt, ist Serienbankrotteur Argentinien. Wie Reuters berichtete, haben sich die Zentralbanken von China und Argentinien auf einen Multimilliarden-Dollar-Währungsswap verständigt, um Argentiniens ausländischen Devisenreserven zu stützen oder chinesische Importe in Yuan bezahlen zu lassen, während Argentiniens VS-Dollar-Reserven dahinschmelzen. Richtig so. Brasilien. Weltweit starren Manager fassungslos auf die brasilianische Firma Semco, die sehr breit aufgestellte Dienstleistungsfirma, die von Industrie, Equipment bis zu Postlösungen in diversen Feldern tätig ist. Die 3000 Mitarbeiter wählen ihre Vorgesetzten, bestimmen ihre eigenen Arbeitszeiten und Gehälter. Keine Geschäftspläne, keine Personalabteilung, fast keine Hierarchie. Alle Gewinne werden per Abstimmung aufgeteilt, die Gehälter und sämtliche Geschäftsbücher sind für alle einsehbar. Die E-Mails dafür strikt privat, die viel Geld die Mitarbeiter für Geschäftsreisen oder ihre Computer ausgegeben, ist ihnen selbst überlassen. Ist vielleicht ein Beispiel, ein Muster für die Zukunft. Benin, eines der Forschungsprogramme zur Verbesserung biometrischer Systeme des Computer Science and Engineering Department an der Michigan State University finden zurzeit in Benin in Afrika statt. Dieses Feldprogramm von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert, benötigt viele Experimente, individuelle Daten zur Entwicklung der Technik und dient dazu, eine Lücke bei der Erfassung von Fingerabdrücken zu schließen. Bitte lest selbst weiter unter Nummer 9. Man will ganz einfach nur die Daten sämtlicher Humanoide haben. Mehr ist das auch nicht. Gaza. Während die Gaza-Bevölkerung mit täglichen Stromabbrüchen lebt, unterzeichnet Israel einen wichtigen Deal, um Gas nach Jordanien zu verkaufen, das, wie Forscher sagten, den Palästinensern gestohlen wird. Zusätzlich hat Israel auch noch Gazas einziges Elektrizitätskraftwerk bei den vergangenen Offensive zerstört. Es ist eigentlich nicht verwunderlich, was die Israelis oder respektive die Zionisten machen, war so vorauszusehen und denkt daran, was ich sage. Netanyahu will sein Armageddon haben, er bekommt es. Anders, als er sich das derzeit noch vorstellt. Nochmal Gaza. Nach dem offiziellen Ende des Krieges wollten 13 Europaabgeordnete die Fraktion Europäischen Vereinten Linken, Nordisch-Grünen Linken, nach Gaza reisen, um sich ein eigenes Bild von den Zerstörungen zu machen. Die Netanyahu-Regierung hat es ihnen verweigert. Ist auch normal, ne? Teheran. Der iranische Vizeaußenminister Araghchi hat die zusätzliche VS-Sanktion gegen iranische Firmen und Personen kritisiert. Als wir vor 2 Tagen mit den VS-amerikanischen Vertretern in Genf zusammentrafen, teilten wir ihnen dabei ausdrücklich mit, dass wir zukünftig derartige Maßnahmen nicht mehr dulden, diese als Verletzung der Genfer Interimsabkommen ansehen werden. Wenn sie es denn so durchsetzen würden oder durchgesetzt wird, wäre das schon richtig. Peking. Der wichtigste Deal dieses Septembers war nicht der NATO-Gipfel in Wales, nein, der SCO-Gipfel. Es erwarten uns sprichwörtlich tektonische Verschiebungen ganz geopolitischer Erdplatten bei diesen anlaufenden Treffen des Shanghai Cooperation Organization, CSO.
Auf Initiative Russlands und Chinas werden auf diesem CSO-Gipfel Indien, Pakistan, Iran und die Mongolei dazu einladen, Vollmitglieder der SCO zu werden. Erneut werden die Frontlinien klar sichtbar. NATO gegen SCO, BRICS, den globalisierten Süden. Das sind die Gründe, warum die NATO Angriffskriege führt. Gut so. Russland, IS, naja, ISIS. Die Terroristenorganisation Islamischer Staat hat mit Krieg gegen Russland im muslimisch geprägten Nordkaukasus gedroht. Russland fordert, der terroristische Bedrohung mit Härte zu begegnen, ein internationales Bündnis gegen die Islamisten zu bilden. Der Westen müsste aufhören, die Gefahren durch die ISIS-Kämpfer mit zweierlei Maß zu melden. Sie sind vom CIA und vom Mossad erst bestückt und insgesamt auch entstanden. Vorher gab sie nicht und es wäre nie möglich gewesen, dass solche Leute sich zusammenschließen. Moskau. Der russische Ministerpräsident Medvedev hat für den Fall neuer Sanktionen des Westens im Ukraine-Konflikt mit weitreichenden Gegenmaßnahmen bedroht. Fluggesellschaften aus EU und VSA können der Weg versperrt werden. Denkbar sei ein Überflugverbot für westliche Airlines. Dann hat der Westen richtig Probleme. Garantiert. Nochmal in Moskau. Wegen der wiederholten Unterbrechung der Stromversorgung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim könnte Russland laut Regierungschef Medvedev als Reaktion die Stromversorgung ukrainischer Regionen kappen. Das tut mir aber leid. Moskau, Kiew. Die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Putin und Poroschenko, haben in einem Telefonat weitere Schritte zur Wiederherstellung von Frieden in der Ukraine erörtert. Noch sind sie nicht eingetreten. Kiew, Washington. Der IWF hat die zweite Tranche seines Kredites an die Ukraine freigegeben. Aktuell geht es um eine Zahlung von 1,4 Milliarden US-Dollar. Gut eine Milliarde Euro sind das. Rund 70% gehen in die Finanzierung des ukrainischen Haushaltsdefizits, ermöglichen also der Kiewer Regierung die Fortführung ihres Bürgerkriegs. Sie gehen nicht in den Haushalt als solches ein, die gehen direkt in die Waffenhaushalt ein, in den Gefechtshaushalt. Und Ware wird auch genug geliefert. Da hat der einzelne Mensch auf der Straße gar nichts von. Schwarzes Meer. Die amerikanische Marine beginnt gemeinsam mit ukrainischen Streitkräften eine Militärübung im Schwarzen Meer. Russland kritisierte die Aktion als völlig unpassend. Richtig, sie versuchen einfach ein bisschen zu ärgern. Klappt so nicht. Ostukraine. Das Regime der Feuereinstellung in der Ostukraine wird im Gesamten eingehalten, meldete Reuters unter Hinweis auf den Vorsitzenden des ständigen OSZE-Rates. Im Ganzen bleibt das Regime in der Feuereinstellung bestehen, obwohl es instabil ist, sagte der Schweizer OSZE-Beobachter Gremminger. Brüssel, Ukraine. Für diese dummen EU-Spitzenpolitiker trägt nach wie vor Russland die Schuld am Bürgerkrieg in der Ukraine. Van Rompuy kündigte an, die seit gestern verschärften Sanktionen nur dann zurückzunehmen wollen, wenn es erkennbare Fortschritte im Friedensprozess geben würde. Indessen forderten die Separatisten im Osten die Unabhängigkeit. Föderalismus ist ihnen nicht mehr genug. Ausgerechnet Hermann Van Rompuy muss sowas sagen. Der aus dem Nichts kam, den niemand kannte, der auch nicht ganz viel Wissen hatte, aber den sie an die Spitze gestellt hat. Passt aber zur EU-Riege. NATO. Das aufwendige Gipfeltreffen der NATO in Newport hat keine öffentlich angekündigten wichtigen Entscheidungen getroffen, aber es ist wahrscheinlich, dass sie wohl im Geheimen getroffen wurden, um Russland und China, aber auch Indien, daran zu hindern, ihre Entwicklung weiter zu verfolgen. Kann die NATO mit dem Terrorismus des Islamischen Emirats rechnen, über das sie so gut, als ob sie verurteile und über das sie so tut, als ob sie darüber verurteile und bekämpfe. Newport. Um Russland von Übergriffen auf die osteuropäischen NATO-Staaten abzuschrecken, verstärkt die NATO ihre logistische und personelle Präsenz in diesen Ländern, stellt eine neue schnelle Eingreiftruppe von bis zu 5000 Soldaten auf.
Einen entsprechenden Aktionsplan für erhöhte Bereitschaft beschlossen die Regierungschefs der 28 NATO-Mitglieder am Freitag zum Abschluss ihres Gipfeltreffens. 10 NATO-Staaten, darunter Deutschland, verständigten sich zudem im Grundsatz auf eine Zusammenarbeit im Kampf gegen die Milizen der Organisation Islamischer Staat im Irak und Syrien. Sie verständigten sich im Grundsatz, also gar nicht. NATO. Ja, wir fürchten uns, weil wir erkannt haben, dass eure Motive nicht mehr mit dem Gründungsgedanken der NATO zu tun haben. Ihr seid unberechenbar geworden. Eure Rhetorik ist hetzerisch gegen jeden, der nicht in euer Weltbild passt. Ändert diese Bezeichnung eurer Organisation, die als Verteidigungsbündnis gilt. Aggressoren greifen an, aber niemals Verteidiger. Weiter zu lesen unter Nummer 24. Schottland. Keine 2 Wochen vor dem Unabhängigkeitsreferendum in Schottland zeigte sich erstmals die Möglichkeit ab, dass Großbritannien auf spektakuläre Weise auseinanderbricht. Das war uns eigentlich schon lange bekannt. Das läuft schon, das Spiel, seit 10, 12 Jahren. Und vor 3, 4 Jahren hatte sich Schottland schon bei der EU angemeldet, dass sie Mitglied werden wollen, wenn sie denn frei wären, frei von Großbritannien. Laut einer Meinungsumfrage des renommierten YouGov-Instituts wollen am 18. September 51% der Stimmberechtigten in Schottland für nationale Unabhängigkeit stimmen, also für ein Ende der Union mit England. Und dann kämen automatisch im Nachhinein die Stuarts wieder hoch. Die Geschichte kennen ja schon viele. Frankreich. Die wissenschaftlichen Daten Frankreichs sind verheerend. Es ist gut möglich, dass selbst die abenteuerlichen Rettungsmaßnahmen zu spät kommen. Entschuldigung. Der französische Staat sei bankrott, sagt Hollandes Weggefährte Michel Sapin. Die Regierung hat nicht die leiseste Ahnung, wie der Crash verhindert werden könnte. Möglich ist es sogar, dass Frankreich vor Spanien noch den Vorreiter macht. Innsbruck, Garmisch. Der Frühling 2015 wird für die Bewohner der Region Innsbruck und Garmisch eine aufregende Zeit werden. Wird doch die Gegend zu einer Festung ausgebaut, wenn sie sich im Umkreis von weniger Kilometer die größten Verbrecher der Welt zuerst zur Bilderberger Konferenz und dann zum G7-Gipfel treffen. Das bedeutet jedenfalls die Vorbereitung der deutschen und österreichischen Sicherheitskräfte an. Tausende Demonstranten werden für beide Ereignisse, die örtlich und zeitlich in unmittelbarer Nähe stattfinden, erwartet, meinte die Polizei. Die Bilderberger treffen sich nach neuesten Erkenntnissen voraussichtlich zwischen dem 28. und 31. Mai nächsten Jahres. Der G7-Gipfel findet definitiv zwischen 4. und 5. Juni statt. Laut Innenministerium in Wien soll wegen der beiden Großereignisse zwischen Mitte Mai und Mitte Juni 2015 für die Polizei eine österreichweite Urlaubssperre angeordnet werden. In Garmisch waren die schon mal. Mal selbst nachverfolgen. Deutschland. Seit Wegfall der Grenzkontrolle zu den österreichischen Nachbarstaaten und dem EU-Beitritt mehrerer südeuropäischer Länder sind die Fallzahlen sprunghaft angestiegen. Täter sind oft international operierende Banden, die entlang der Autobahnachsen ihre gut organisierten Raubzüge durchführen können. Erinnert euch an das Schengen-Abkommen, wo Dänemark schon die Grenzen wieder weitestgehend geschlossen hat. Polizeivertreter klagen, wir haben zu wenig Leute, laufend werden Stellen gestrichen, statt erfolglose Anzeigen zu erstatten, beauftragen Bürger private Sicherheitsdienste oder bilden Bürgerwehr. Im Jahr 2013 stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche auf 149.500, 15-Jahres-Rekord. Die Aufklärungsquote fiel auf 15,5%. 137.617 Taschendiebstähle wurden 2013 angezeigt. Die Dunkelziffer beträgt ein Vielfaches, Aufklärungsquote magere 5,7%. Die ist wahrscheinlich noch schön gerechnet worden.
Schwerer Ladendiebstahl ist derzeit das größte Problem für den Einzelhandel. 2013 17.400 Fälle, 9,5% mehr als 2012. Hochmobile gewerbsmäßige Banden stehlen auf Bestellung ganze Partien hochwertiger Textilien und Geräte. Ausländeranteil laut Polizeistatistik ca. 60%. Ich behaupte 90%. BRD Deutschland. Was kostet den deutschen Steuerzahler Hartz IV nun wirklich? Im Bundeshaushalt 2013 taucht das ALG II zunächst mit 18,9 Milliarden auf. Die Hälfte der Summe, knappe 8 Milliarden Euro, bestehen aus Eingliederungsmaßnahmen sowie Verwaltungs- und Lohnkosten der Ämter. Folglich eigentliche Kosten weniger als 11 Milliarden Euro. Ein Hartz-IV-Empfänger verkonsumiert seine Bezüge unmittelbar, bezahlt dabei eine Vielzahl von indirekten Steuern. Zum Beispiel Mineralöl, Öko, Tabaksteuer, naja, und alles, was es sonst noch gibt. Und Mehrwertsteuer in allen Produkten. Je nach Berechnungsmethode ergibt sich hieraus eine Besteuerung von 30-60%, also fließen 3,3 bis 6 Milliarden der knapp 11 Milliarden Euro direkt wieder in den Staat zurück. Hieraus ergibt sich, dass die eigentlichen Kosten von Hartz IV je nach Berechnungsmethode bei lediglich 5 bis 8 Milliarden Euro liegen, etwa 2% des Bundeshaushaltes. Trauriges Thema. Ich glaube, auch dahingehend hat es sich in relativ kurzer Zeit alles erledigt. Die gute Nachricht. Das Prinzip der Sphärenakupunktur entwickelt aus den Arbeiten von Reich, Schauberger, Tesla, auch genannt Majid-Anlage, beeinflusst die Schwingung in organischer und anorganischer Materie hin bis zu einer natürlichen Frequenz. Wie alle annähernd früher war eine Heilung von Luft, Boden und Wasser und Lebewesen. Einen sichtbaren Erfolg gibt es. Eine der ersten Sphärenakupunkturanlagen baut man in Tunesien im Grenzgebiet zu Algerien vor dem sogenannten arabischen Frühling. Die Majid-Anlage, die einen weiten Radius von rund 500 Kilometer hat, bewirkte, dass den Menschen in diesen beiden Staaten die enorme Aggressivität genommen wurde. Außerdem entstand aus heiterem Himmel plötzlich eine Oase mit See, mitten in der Wüste, der Gafsa-See. Es gibt noch gute Sachen, die wir bestimmt für die Zukunft brauchen werden, ganz klar. Woche ist schon angefangen gestern. Wir sind auch gestern Abend erst wieder zurückgekommen. War wie gesagt eine tolle Sache, aber es war schon anstrengend, völlig klar. Mal sehen, was uns die kommende Woche bringt. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.